So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Battlefield Play for Free auf meinem Account 0 for Forever. Freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Rechts oben seht ihr die den Waffenwunsch, den ich heute mit dabei habe, und darunter die zukünftigen Waffenwünsche, die ich in den nächsten Folgen dann verwenden werde. Links daneben seht ihr die Waffen, die ich heute mit dabei habe, samt den Attachments, und somit wünsche ich euch jetzt viel Spaß. So, hallo und herzlich willkommen. Ja, Battlefield Play for Free. Ich bin heute unterwegs auf Oman. Ah, was für eine Freude, Leute, wirklich. Es ist Wahnsinn, herrlich. Ich kann jeden Tag meine Lieblingsmap Oman spielen. Das ist traumhaft, wirklich. Also, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Ich hoffe, man hat den Sarkasmus rausgehört. Wenn nicht, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Ja, nachdem wir jetzt auf Oman sind, ja, kann man nichts machen, würde ich sagen. Traurig, aber wahr. Habe ich mit dabei heute wieder einen Waffenwunsch, und zwar die M249 so normal. Dieses Mal mit M145 Wüsten. Viper Predator Tactical. Und somit werden wir mal sehen, was wir da heute schaffen können. Ich bin sehr gespannt. Da stützt. Oh! Aha, meine. Oh, Gottes Willen, Herrste. Das ist doch noch. Hallo, nimm mich mit, du Sau. Nein, nicht verstanden. Abholung. Sackgesicht, wirklich. Okay, ja, ich bin Level 16. Man sieht es gleich. Ich bin gleich Level 17. Habe ich gesehen. Das finde ich geil. Das ist irgendwie lustig. Da oben haben wir einen Enemy Hilo, aber den ballert wieder keiner an. Naja, was soll man machen? Ich weiß es nicht. Ich habe leider keinen RPG dabei. Tut mir leid. Ja, unterwegs sind wir, wie gesagt, auf Oman, habe ich eh schon erwähnt. Und M249, bin gespannt, was wir schaffen können. Den C-Posten haben sie uns gerade weg, beziehungsweise haben sie gerade eingenommen. Das werden wir sich gleich einmal ansehen, indem ich da den Posten einnehmen werde. Wir werden, also beziehungsweise werde ich es versuchen, sagen wir so. OMG, da hinten sind natürlich haufenweise Typen jetzt gerade. Ich bin irgendwie da der Einzige, der da irgendwie gerade am Rumlaufen ist. Das ist natürlich nicht so YOLO für mich. Vor allem nicht, wenn da ein Heli kommt. Oh lol. Da noch einer, perfekt. Könnte mir ja nichts Schöneres vorstellen, muss ich sagen. Als da 50.000 Helis rund um mich fliegen zu haben. Aber naja, das gehört zum Glück zu uns. Ich weiß nicht. Oh, mein Freund heißt der. Aha, jo, danke schön. Rang 17. Leute, Gratulation. Also an mich. Ich freue mich sehr. Bringt mir zwar einen Scheißdreck, aber was soll ich machen? Es ist Level 17, man freut sich trotzdem, oder? Im Endeffekt bringt es mir wirklich Nüsse. Aber naja, ist ja wurscht. Geschafft ist geschafft, würde ich sagen. Das ist, ich habe noch keinen einzigen umgebracht. Das finde ich irgendwie lustig. Weil, ich sehe irgendwie keinen. Ich finde keinen Mensch da. Es ist so leer da, das ist Wahnsinn. Ich habe auch keinen Satz kennen, leider. Damit ich dann auch sehen könnte, ob jemand da ist. Das sehe ich aber jetzt einmal auf den ersten Blick so weit eigentlich gar keinen. Aha, da sind meine ersten Freunde. Das ist einmal nice zu wissen. Und da ist irgend so ein Typ mit der Famas. Den habe ich auch schon gehört. Ich habe mich kurz eine Runde eingespielt, weil ich das Verhalten von der Waffe kurz etwas testen habe müssen. Weil ich ja doch trotzdem etwas einer Zeit wieder. So, mein Freund, da war er schon. M249, da kann man natürlich sehr geil draufhalten, finde ich persönlich sehr gut. Ja, wir werden sehen, was wir da schaffen können heute. Ah lol, Alter, der Typ bringt mich einfach mit zwei Schüssen um, das ist ja traumhaft, oder? Jo, Famas ist es natürlich, ja, also die Waffen ist ja nicht schlecht an sich, also kann man gar nichts sagen, aber M249 ist natürlich, aha, ist natürlich auch geil zu spielen. Mit den Attachments, ich habe letztens vor kurzem die Plus, ja genau, die Plus 3 Variante gespielt. War auch sehr interessant, muss ich sagen. Ist er jetzt gestorben? Ja, der ist gestorben. So, mein Freund, stehst du bitte wieder auf, du Wichser. Hallo? Hallo? Nein! Was ist das für ein Scheiß? Ist ja wohl nicht die Höhe, oder? Psst. Wahnsinn, wirklich. Der Typ lässt sich nicht wiederbeleben. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich kann es nicht sagen. Aber mein Freund sitzt jetzt im Auto drin, sehe ich gerade, der mit der. Die geile Sau. Und ich erwische ihn nicht dann. Kleinen Freund da. So, mein Freund, weg damit. Das brauchen wir nicht. So, jetzt versuche ich es noch einmal. Hallo, wunderbar. Ich kann es ja, heißt. Ich bin der Pro. Aber selten, heißt. So, nachdem wir da jetzt wunderbar aufgeräumt oder eigentlich mehr oder weniger wunderbar gefehlt haben. Jetzt mal umgesehen, ob da jemand ist. Nein. Gut, ich juck den Nasen schon wieder, heißt. Das nervt mich irgendwie immer. Genau da. Ah, so. Ah, Kruzifix, heißt. So, da oben. Aha. Die Entfernung ist es da mit dem drum. Naja, okay, ich will ja nicht sagen, es ist nicht, ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es ist irgendwie
etwas ungenau. Die Reichweite, glaube ich, ist nicht so der totale Burner jetzt. Alter, der Typ, das ist Wahnsinn, Herrst. Der rennt um die Ecken, Herrst. Das ist ein Wahnsinn, der Wahnsinn, Herrst. Der Wahnsinn. Sein einziger Wahnsinn da heute ist unterwegs der Typ. Der Farmers. Die ist so wirklich so gut, die Farmers, Herrst. Ich habe die gar nicht so extrem gut in Erinnerung. Ich weiß es ja nicht. Kann ja möglich sein. Wie gesagt, ich bin. Gava, 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 gava. So, wenn ich es höre, dann laufe ich gleich weg. Wenn ich das Farmers geballere. Ah, das hörst du schon wieder, aber ich laufe jetzt einmal nicht weg. Ich schmeiß ihm da jetzt einmal eine Granaten hin. Eventuell treffe ich ihn ja sogar, wenn ich Glück habe. Oder er ist da vorne, oder? Weiß es ja nicht. Der Typ überrascht mich ja bestimmt wieder von hinten dann. So, mein Freund, Taspe, jetzt ist aber eine Ruhe da mit der scheiß Farmers. Die braucht kein Mensch da. So, oh jo. Ich würde sagen, wir klettern einmal eine Runde nach oben. Ah, wenn mich die Nasen nicht ständig jucken würde. Das ist nervig wirklich. Oh, mein Freund. Mein Freund, mein Freund. So. Nicht mit mir. Oh, scheiße. Alter, das gibt's nicht, wie gut der Typ treffen kann. Das ist ja nicht normal, oder? Oder schon? Das müsst ihr mir sagen. Ich kenne mich da nicht aus. Billy the Kid Cole. Jawohl. Naja, ich meine, was soll ich sagen? Jo, ich weiß es nicht. Da vorne ist ein Panzer. Das ist natürlich jetzt nicht so gesund für mich. Da muss ich sagen. Von dem her, schauen wir, dass wir da vielleicht... Wer ballert da geil mit der G3A herum? Ich sehe es nicht. Jo. Da raucht ein Fahrzeug ganz gemütlich dahinter. So. Den haben wir immerhin. Aha, der gehört eh zu mir da. So, wo ist mein Farmers Freund hin? Der scheint weg zu sein, oder? Ich weiß es ja nicht, ob der noch irgendwo herumwichst. So's. Gut, gut, gut. Leider habe ich, wie gesagt, keinen Satzkern mit dabei. Das ist sehr schade. Der gefällt mir da jetzt natürlich schon sehr, muss ich sagen. Oh, mein Freund, heißt der Baller, so mich ab oder was? Doch nicht die Wahrheit, oder? Alter, ja. Ich liebe es ja, wenn sowas kommt, wirklich. Also, wenn da wieder irgendwer in einem Fahrzeug drinnen herumeiert. Die Typen liebe ich am allermeisten, wirklich. Also, meine Freunde. Das ist der Typ schon wieder da, heißt. Ich bekomme die Masern. Wo ist denn der Wichser, heißt? Der Typ ist immer und überall da. Steht es nicht. Der trifft mich da jetzt wieder erst. Kruzifix heißt der. Wirklich, das ist Wahnsinn. Ja, lebt jetzt oder wie oder was? Ich verstehe es nicht. Da drüben ist auf jeden Fall jemand. Das ist Wahnsinn, heißt. Ich treffe mit dem Wichs drum nicht die Bohne, heißt. Und der Typ da hinten geht mir irgendwie etwas auf den Sack da. Verkämmt sich da hinten natürlich. Ich bin auch nicht besser, aber was soll ich machen? Ach so. Da oben ist eine Flare, heißt. Da muss ich ja direkt einmal aufräumen. So, ich will aber da jetzt auch eigentlich nicht zum Camper werden. Ist der Typ noch drinnen? Jawohl, immer, an erster Stelle. Aber ich höre noch schon wieder da irgendwo, heißt. Den Sackbrunzer. Na wo? Ich verstehe es nicht. Weiß es nicht, wo der Typ ist. Weiß es nicht. So. Was soll man machen? Die Flare muss weg da oben. Aber irgendwie andererseits traue ich mich jetzt nicht runter. Ja, da vorne sitzt er doch, Herrst. Das ist eine Sau. Ich merke das doch, dass der irgendwo da herumballert da. Seiner Kack-Farmers da, der Brunzer. So, aber ich finde ihn ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob der wirklich da ist oder ob ich mir das neu einbilde. Ich habe auch den verdammten Satzkern nicht mit. Das ist natürlich mein Todes. Sag's euch, Leute, Herrst. Das geht mir auf den Sack. Wenn ich ihn da unten irgendwo sehe, Herrst, dann ist er aber tot. Vor 100 Mal. So. Natürlich nützt mir auch das M145 aus und ich treffe nichts, Herrst. Das ist ein Wahnsinn. Leute, bin ich so blöd oder stelle ich mich nur so an? Ich weiß es nicht. Ah, da haben wir natürlich, okay. Ein Gavan, wie für einen Enemy Sniper haben wir da hinten. Das ist natürlich sehr nett. Wobei, wer dauert schon zum Dauercamper da herum? Jetzt kommt mir vor irgendwie, ich weiß es ja nicht. Irgendwie muss ich da mal runter, glaube ich, oder? Was sagt ihr? Kann ich eine ganze Runde da oben campen bleiben da? So. Was macht der jetzt da hinten? Aha, er läuft dort hinten. Ja, weißt du, scheiß drauf, wir rufen jetzt runter. Ich will da nicht wirklich zum Dauercamper werden, das interessiert mich auch nicht so. Oh Mensch, mein Herr. Da haben wir wieder eine ganze Fuhr von Leuten angekommen, da hörst du. Traumhaft, wirklich, also. Der Typ will aber nicht ernsthaft in den kaputten Heli einsteigen. Ich weiß es ja nicht, was da im Leben falsch gelaufen ist.
Aber soweit es aussieht, ist es ja da. Aha, jetzt haben sie uns C weggenommen. Es wird immer besser, Leute, wirklich. Also es wird immer besser. So, ja, dann weiß ich nicht. Schauen wir Richtung. Das gehört zu uns, das ist ganz nice. Dann schauen wir Richtung. Naja, wo C ist ja auch schon wieder. A. Was ist mit A eigentlich? Und was ist mit B? Gottes Willen, Herrste. Hätte ist wieder Tag des Flaggen einnehmen, so wie es ausschaut, das ist ja Wahnsinn. Aber was ist das? C scheint richtig zu sein, also scheint Dings zu sein, das heißt, wir schauen Richtung. Ah, da ist der Farmer Sans. Ich höre den Typen hörst du einfach über 500 Kilometer schießen. Das ist Wahnsinn, also. Ich traue mich jetzt aber wirklich nicht hinzuzugehen, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn ich jetzt hinten irgendwo von einem Dings abgeballert werde, wahrscheinlich. So, mein Freund, bleibst du stehen oder was ist mit dir? Das kann es ja wohl nicht sein. Der Typ ballert mich jetzt wieder irgendwo ab. Der Typ ballert. Ich spür's schon, wie er mit der Farmers wieder in mich reinballert. Aber wo es jetzt wieder hingelaufen ist, weiß ich auch nicht ganz. Aua. Aua, aua, aua. Das tut weh, das tut weh. Nein! Mein Freund, lass mich doch in Ruhe! Braucht es doch nicht. Wo ist er denn? Ich höre ihn ja, den Zack. So, jetzt haben wir das untere Klumpert da weggeballert da. Ja, was ist denn das da hinten wieder, hörst du? Alter, mein Freund, hörst du? I'm not the killer. Na, das stimmt, das ist er wirklich nicht. So, aber wo ist jetzt dieser Verkackerte? Der ist doch oben da, ich höre ihn ja den. Sackpunze heißt. Aber ich habe auch keine Muni mehr, das sehe ich gerade. Wo ist er denn hingelaufen, mein Freund? Wahrscheinlich ballert er mich jetzt eh gleich ab. Ich wette, ich sterbe jetzt gleich irgendwo. Alter, lol, genau. Und ich laufe in die Claymores rein. Toll. Ich wünsche mir nichts Schöneres, wirklich. Aber der Typ ist. Entweder der Typ ist wirklich gut. Oder ich weiß es ja nicht. Ob der wirklich. Naja, spielen wir noch eine Runde. Vielleicht finden wir es heraus. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht in der zweiten Runde mal sehen. Ja, schade, ich wollte ja eigentlich, gewünscht würde eigentlich Kackand oder Masters Map, habe ich leider nicht gefunden. Also es war so das Problem, ich habe da bei den Maps geschaut, bei den Servern, was online sind, habe dann ausgeschalten, voll und leer. Also eingeschalten eigentlich, das ist, naja, Blödsinn, ausgeschalten eigentlich. Also dass man es praktisch sieht. Also eigentlich eingeschalten, wenn man es ehrlich sagt. Halt, dass man es sieht halt, also dass ich halt volle und leere Server auch sehe. Entschuldigung, ich habe dich jetzt nicht mitgenommen, tut mir leid. Ja. Habe ich eingeschalten und es war das Faktum, es war kein einziger Master-Server, nicht einmal leer, also null. Es ist nicht einmal Master da gestanden. Und bei Kackrand war es so, es waren zwei Server mit jeweils einmal 5 und einmal 7 Leuten drinnen. Und das ist nicht so sinnbringend, finde ich persönlich, deswegen ja, habe ich mich dann eben für Master, für Oman entschieden. Schade, aber doch, was soll man machen? Oh, achso, der gehört zu uns. Kann man nichts machen im Endeffekt, ich werde jetzt gleich aussteigen. Schauen wir, ob dieser Farmers-Typ ist noch immer drinnen. Hey, warum? Kann er nicht das Spiel verlassen? Der nervt mich nämlich irgendwie etwas, weil er besser ist, als wie ich ist. Nein, Spaß natürlich nicht. Ist auch keine große Kunst, besser wie ich zu sein, denke ich einmal. So, mein Freund. Oh, awe, awe, das tut weh. Aber zum Glück, wir haben es überlebt. Halleluja. So, du Sau. Blöde Farmers. Achso, nein, das ist ja gar nicht der. Aber der hat auch Farmers gehabt. Lol. Naja, ist ja wurscht. Im Endeffekt geht es ja nur um die Waffen. Der Typ soll verrotten von mir aus. Jawohl. Perfekt, wir haben die Posten. Oh. Aha. Ah, jetzt sitzt ein paar. Im APC sitzt das drin. Wunderbar. Toll. Ich habe natürlich kein C4 mit. Was ein Traum. Der Typ ist aber gerade ausgestiegen, habe ich gesehen. Da irgendwo ist er jetzt. Oh. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann da nicht weg jetzt. Entweder ballert mich der Typ ab und ich sterbe wieder. Aber er darf mich nicht sehen, wenn mich der Typ sieht, dann bin ich gestorben. Also wirklich, dann bin ich tot. Aber er sieht mich zum Glück nicht. Moment mal, aber markieren kann ich ihn ja mal. Dass dann zumindest die anderen sehen können. So, gut, dann gehen wir weg von da. Aha, das ist ein Freund. Sehr nett. Da hinten sind eh schon alle gestorben, sehe ich gerade. Von dem her können wir ganz bequem jetzt Richtung A laufen. So, ein Panzer verfolgt uns noch dazu, das ist natürlich noch besser. Mein APC-Freund, mein APC-Freund ist am Weg, hallo? Ist am Weg Richtung, beziehungsweise ist noch immer bei C. Na, soll mir recht sein. Hauptsache, ich muss ihn nicht umbringen. B
Beziehungsweise Hauptsache er rennt nicht irgendwo in meiner Nähe herum. Oh Mensch, also, ja. Ich sage mal, No-Scope ist mit der Waffe nicht ganz so YOLO, würde ich sagen. Das ist nicht so sinnbringend, finde ich persönlich. Ist meine persönliche Meinung. Weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Wir werden auf jeden Fall einmal den Posten einnehmen jetzt. So, den haben wir noch erledigt. Perfekt. Solange der Farmer-Sans nicht da ist, bin ich glücklich. Also ich sag's euch wirklich, das ist so. Sobald der Typ irgendwo auftaucht, bin ich eine Wolke. So, was wird das jetzt? Okay, ich meine, wir haben A eingenommen, oder? So wie es ausschaut. Gut. Von dem her weiß ich jetzt nicht, ob ich zu Fuß gehen soll oder nicht. Aber ich habe so das blöde Gefühl, dass da noch irgendwo... Oder doch nicht. Hab mir gedacht, dass da noch irgendwo jemand herumgurkt. Aber nein. Aber nein. Oh. Achso, das ist er ja wieder nicht. Mensch, Meier, wo ist denn der Typ erste? Ich sehe ihn einfach nicht mehr. Oder hinten ist er ja auch nicht. Da läuft einer herum, das ist er aber auch nicht. So, laut noch den Scheiß, komm, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit für den Kack. Da haben wir auch einen Freund, aber das ist er auch nicht. Hm. Da hinten läuft ja noch einer herum. Alter, wie viele Leute da eigentlich herum sind? Achso, das ist ein Baum. Lol. So. Perfekt. Nachdem wir die Bäume abgeschossen haben, wunderbar. Solange ich keine Farmers höre, bin ich glücklich. Muss ich zugeben, aber der Typ, 3:0. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der nicht mehr drinnen ist. Irgendwer ballert mich da ab mit der Sniper, das spüre ich. Ich spüre das im... Ich spüre das im Urin. So! Aber da ballert doch irgendwo jemand mit der AK herum, das höre ich jetzt auch so aus dem Geschoss heraus. Er ist es, mein Freund. Was machst du da? Weiß es ja nicht, was das wird. So, was ist... Aha. Ja, weiß ich nicht. Da hinten sind sie geil am Ballern, sehe ich gerade. Ja, genau. Mit dem RPG, mein Freund. Sowieso. Sowieso und immer. Hallo. Könnt ihr mich da aufhören zum Abballern? Vielleicht, das wäre aber nice. Besonders... Hey, ich habe keine Munition mehr. 49, das ist nicht viel. Vielleicht weit werde ich da nicht mehr kommen. Ist es der Freund? Nein, das ist auch nicht. Hä? Wo ist denn der Typ hin? Ich meine, ich will ihn eh nicht sehen. So ist es ja nicht, aber... Aha, da vorne... Oh mein Gott, erst er kommt... Er kommt, die Sau. Oder da kommt noch ein anderer. Aua. Mein Freund, wo bist du denn? Ah, da hinten. Das Problem ist, ich habe keine Muni mehr. Bin ich gleich munitionsleer, sozusagen. Aha, den haben sie abgeballert. Das freut mich natürlich schon sehr. Also, das finde ich sehr persönlich sehr schön. Schönes Erlebnis. Oh, okay. Da hinten ist er umgeflogen. Das ist natürlich für mich nicht so besonders. Oh. Oh, okay. Non-Presumer LT. Das ist aber nicht der Typ, aber ich habe ihn ja gehört im Hintergrund mit der Farmers irgendwo herumschießen. Also ich weiß es ja nicht, ob das so gesund war. So, back on field, back on battlefield. Oh, hallo. Sehr schön. Oh mein Gott, er ist schon wieder da. Hoppala, du hast mich runtergeschmissen auch noch, toll. Liebe es. Der Typ, er hat schon wieder, ich höre ihn ja, er ist schon wieder irgendwo in der Nähe. Na wo? Zum Glück habe ich dieses Mal da etwas Unterstützung von meinen... ich habe ihn umgebracht, aber zum Glück war der Typ mit der G53 da und er hat mich umgebracht und nicht der Farmers-Typ, weil das hätte ich mir nicht verziehen. Ha, aber ich habe seine seinen Flawless zerstört. Das freut mich natürlich sehr. Ach so, was ist das da vorne? Das weiß ich jetzt nicht so genau. So, gut, haben wir das auch erledigt? Lebt der Typ jetzt schon wieder? Das ist aber nicht seine Wahrheit, oder? Ich muss dann... Der Typ gehört umgebracht, wirklich, also... Das ist Wahnsinn. So, als erstes einmal ihn. Dann nehmen wir ihm den Kill weg. Ich weiß, ich bin ein Killstealer. Habe ich jetzt absichtlich gemacht, muss ich zugeben. Ist mir aber wurscht. Einmal darf man es ja machen, denke ich einmal. Das ist kein Verbrechen. So, da hinten kommt wieder irgendein... Oh, mein Freund heißt wieder mit der 1,94 oder wie? Verstehe ich das. Nein! Ah doch, ich habe ihn wieder umgebracht. Ich habe ihn schon wieder umgebracht. Lol. Ach, traumhaft, Leute. Ich liebe das wirklich. Also, wenn ich mich an irgendeinen Typen rächen kann, ich liebe es. So, die Runden dauert aber jetzt wirklich für eine verdammt lange. Ich habe gewusst, warum ich hätte wieder nur eine Runde eingespielen sollen. Ach so. Moment einmal. Das ist mir aber jetzt etwas spanisch. Da muss ich vorgehen.
muss ich vorkommen, muss ich sagen. Was ist das da? Ich weiß es nicht. Lol. Ich will ja da nicht sterben, wenn ich das unten durchlaufe. Deswegen laufe ich einfach nicht unten durch. Ist meiner Meinung nach gesünder, glaube ich, oder? Würde ich einmal so sagen. Da hinten, da ist er, mein Freund. Alter! Mit zwei Schüssen. Ist das dein Ernst? Naja. Okay, mit der M145, gut, das lasse ich immer noch gelten. Das lasse ich ihm gelten. Weil ich nicht so bin, oder? Würde ich sagen. Ich bin ja kein Unmensch, nicht? Und von dem her... Ja, ich meine, ich habe ihn vorher auch umgebracht. Also ist es ja nicht so schlimm. So. Wir sind am Gewinnen momentan noch. Aber wir verlieren relativ viele Bossen gerade. Zum Glück bei C, meine ich einmal, sind unsere Leute schon am Ballern. Du blöde Sau. Ich liebe das. So, jetzt müssen wir aber weg von da, weil recht lang überlebe ich das nicht mehr. Hallo, schmeißt du das Paket bitte? Dankeschön. Da hinten sind zum Glück meine Leute geil am Ballern, das passt soweit. Darf man sich vielleicht von hinten eventuell ansehen da, das Ganze. Schauspiel da. Und zwar von ganz hinten. So, du blöder Sack. Kannst du mir nicht mehr. Du entkommst mir nicht, du Sau. Achso, das war er gar nicht. Ich freue mich immer zu früh, wenn der Typ umbringt, wenn der Typ stirbt, wer ist es dann gar nicht. Naja, wurscht. Ein anderer ist auch gut. I'm the worst soldier in the world. Oh, na, das glaube ich ihm gleich. Das glaube ich ihm aufs Wort. So. Wo mein Freund heißt, bitteschön. Nein, von wo? So, ist er wirklich der worst soldier? Naja, 2 zu 11, okay, das ist relativ schlecht, kann man sagen. Ja, ich meine, schlecht ist relativ für jeden. 2 Kills sind natürlich auch was, aber gut. So. Okay. Was ist da jetzt eigentlich los? Sag mal, da sind sie schon wieder da. Hä? Ach so. Moment einmal. Ist das ein Geheimnis oder wie? Da scheint wieder irgendwo jemand oben. Genau. Mein Freund, mit der M60 brauchst du mich nicht abballern. Oder Patient? Na, M60 glaube ich was. Ich bin mir nicht sicher. Rein vom Geräusch, ja. Mein ich einmal, es war eine M60. So, das geht so nicht. Kannst du doch nicht meine armen Teamkollegen abschießen, das geht nicht. Das ist verboten, mein Freund. So, da schmeißt mir noch einen Granaten hin, weil ich so lustig bin gerade. Hey, mein Gott, na warum? Achso, das finde ich nicht so gut. Persönlich. Oh, Gottes Willen. Oh. Mein Freund heißt der. So. Zweitens habe ich jetzt meinen zweiten Erzfeind gefunden, der mit der... Hey, aber wir können doch nicht verlieren, das geht ja doch nicht. So, weg damit. Braucht man nicht da. Wir wollen den Posten jetzt einnehmen, weil wir wollen schließlich gewinnen. Also ich zumindest. Weiß ja nicht, wie es um die anderen steht. Und da habe ich gerade einen gesehen da vorne, das weiß ich ganz genau. Ah, der ist eh noch dort. Dann werden wir gleich einmal die Granaten da hinten hinballern. Und auch da vielleicht noch eine, weil es so lustig ist. So. Wobei ich nicht, also ich werde hinten rundherum gehen. Weil ich so das blöde Gefühl habe, dass mein Typi wieder herumläuft irgendwo da. Oder auch nicht, okay, es ist ein anderer gewesen. Naja, auch wurscht. Passt ja genauso. So, was ist es mit dem verkackten B-Posten? Warum ist der noch immer nicht unser? Und der bringt mich um. Ich krieg den Masern, wirklich. Also. Ballert ihn doch ab, den Wichser heißt. Jawohl, super gemacht, perfekt. Super. Was ist eigentlich dieser DMV? Der Typ fährt auch nur mit dem Gas herum, oder? Gibt's das? So, mein kleiner französischer Freund oder was auch immer der Typ ist. Aber nachdem er ja eine Farmers verwendet, ist er schätzungsweise Franzose. Oder sowas in der Richtung. Oh! So, mein Freund, nichts mit Spritzen da. Heute gibt es keine Spritzen für dich. Okay, da haben wir auch noch einen unbelegt. Wunderbar, heißt er. Leute, es geht voran, würde ich sagen, oder? Und so lange bis dass ich sterbe. Irgendwann kommt er mir dann auch drauf, dass ich da oben herumballert. Dann bin ich aber Geschichte. So, hallo. Was ist denn das für ein Wichser? Da ist er schon wieder, mein Freund heißt. Mein Freund ist wieder da. Du Sau heißt, ich liebe dich. Umgebracht, Kerst, aber 50 Mal. So, jetzt habe ich mich, glaube ich, genug aufgerecht. Jetzt lade ich noch und jetzt höre ich einmal die blöde Camperei auf. Weil das bringt auch nichts. Ja, da bringen tut es eigentlich schon was, aber ich will ja kein Camper sein, also von dem her. Außerdem habe ich ihn jetzt ein paar Mal umgebracht, das ist mir genug tun genug. Ist ja nicht deutsch gewesen, jetzt aber was soll man machen?
Aha. Ja, also man kann auch da wunderbar mit Singing Tapping da etwas arbeiten. Wo sind die ganzen Typen jetzt alle hin? Da scheint keiner mehr zu sein. Sowieso. Ha, wunderbar heißt. Wunderschön, Leute, wunderschön. Was ist das? Lol, wo kommt der her? Aber Moment. Hey, 1000, wir haben gewonnen. Ja, perfekt. Leute, ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ja, und hoffentlich sehen wir sich auch das nächste Mal wieder, wann ihr mögt. Ich hoffe es einmal zumindest. Und zwar bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Auch der ganze Dreck auf Windows XP und Windows Millennium geheißen hat, weiß ich nicht mehr. Schach habe ich auch, war natürlich auch auf Windows Millennium, glaube ich, damals noch. Oder mein Vater hat sich das installiert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fängt schon wieder gut an. Der John ist schon wieder der größte Idiot überhaupt und legt. Es ist traumhaft. Im ersten Teil haben wir diesen El Diablo umgelegt, der was da geheimerweise irgendwie so eine Bande angeführt hat, aber auch irgendwie was Staatliches gemacht hat, also irgendwie so Bande.